Am Anfang, also wir haben ja wirklich in der HTL gegründet, ja, da ist es schon von den Mitschülern und Co. ein bisschen belächelt worden, ja, und auch von den Lehrern. Der Betriebstechnikprofessor hat gesagt, ja, schau, dass Gas gibst in der Buchhaltung, sonst kannst du die Firma gleich wieder zusperren, Deutschmann. Ja. Und das war schon etwas, wo ja als kleines Projekt abgetan ist, das wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Und ja, das ist eher belächelt worden. Wenn dich dieses Video inspiriert hat, dann hinterlasse uns einen Daumen hoch. Hast du Fragen an uns oder den heutigen Interviewgast, schreib uns gleich einen Kommentar. Auch aktuell produzieren wir spannende und inspirierende Interviews mit hochkarätigen Gästen. Um keines zu verpassen, abonniere am besten gleich unseren Kanal. Lass dich inspirieren.